Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Yu-Gi-Oh! Online. Diesmal mit dem Keystorm LP, falls man das so ausspricht, ich denke aber schon. Und diesmal habe ich ein ganz besonderes Deck, und zwar das lichtverpflichtete Deck. Ich weiß nicht, wir fangen jetzt an. Okay. Das Problem ist, ich kenne das Deck zwar sehr gut, da mein bester Freund das früher immer benutzt hat und mich damit 1000 Millionen Mal besiegt und gedemütigt hat, weil das einfach sehr gut ist. Aber ich selbst habe damit noch nie gespielt und deswegen kann ich halt nur von der Erfahrung gegen das Deck sprechen und hoffe jetzt einfach mal, dass ich das hinbekomme. Vor der Schadensberechnung wird diese Karte ein Monster verteidigt, so ist einfach mich das Monster ins Deck zurück. Wenn jeder, okay, das ist eigentlich ein ganz cooler Effekt. Du kannst einen Zauber davon eine Karte wählen, die dein Gegner kontrolliert, ändere die. Okay. Was? Achso. Ah, okay. Boah, ich habe Urteilsdrache direkt gefunden. Was spiele ich denn zuerst? Die kann ich nicht spielen. Würde ich sagen, spiele ich die mal. Aber hast du so eine komische Anzahl von Karten im Deck, Anjo? Habe ich eine komische Anzahl von Karten im Deck? Werf ein Licht, werfe ich dieses Monster ab, zieh Zweck. Oh, cool. Wen werfe ich denn ab? Ich werfe mal diesen Engel da ab. Ist irgendwie scheiße. Okay. Das ist gut. Und jetzt battle ich mal. Ich könnte jetzt Monster-Reinkarnation holen und dann mein Monster wiedernehmen. Aber naja. Shit. Aber ich habe dieselbe Karte, das weiß ich noch nicht. Übergabe. Diese ehrenlichtverpflichtete Mönchkarte. Oh geil, Wolf. Yay. Das weiß ich mich auch noch. Wenn die Karte vom Deck abgeworfen wird, wird die als Spezialbeschwörung beschworen und das war richtig gut. Ich sehe nur gerade, ich habe leider auch Spiegelkraft verloren. Das minimal scheiße. Hoffentlich kriege ich das mit dem Deck hier hin, denn man kann damit ultra gute Strategien machen. Nein. Oh Gott. Nicht ersticken. Nicht ersticken. Oh, nochmal. Okay. Also man kann damit sehr gute Strategien hinbekommen. Aber soll ich die abwerfen? Komm, ich werfe die einfach mal ab. Gut, jetzt habe ich Wiedergeburt gekriegt, was natürlich relativ praktisch ist. Oh, Gorse ist runtergeflattert. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Wenn diese Karte als Tributbeschwörung beschwörst. Oh. Oh, die hole ich mir wieder. Dann zerstöre ich seine beiden zaubernfeinen Karten. Das ist mal richtig gut. Die Karten waren früher auch, denke ich, die waren sehr selten in diesem Light of Destruction Booster Pack. Und ich weiß noch, dass die auch deswegen, weil die halt so selten waren. Achso, da geht nur, wenn ich Tributbeschwörung beschwöre. Scheiße. Weil die so selten waren, eben auch sehr teuer waren. Und das war. Der hat bestimmt Spiegelkraft. Ich hoffe, das sieht die auch. Aber das war mein Effekt. Ja, da die auch dann sehr teuer waren und dieser Urteilsdrache hat, glaube ich, bis zu 130 Euro, wenn der komplett neu und Mint war, gekostet. Und das war schon ganz schön hart. Aber halt, hat sich auch ausgezahlt, denn die Karten waren sehr gut. Und ich weiß noch, im Finale von dem einen geilen Turnier, da, ey, obwohl da war eigentlich kein Finale, das war eher so mit der letzte Kampf. Da musste ich gegen das Deck spielen. Oh, ich habe aufrichtig runtergeschmettert. Oh, ich hätte vielleicht ein paar mehr Karten, die ich für Fischel Deck nehmen sollen, denn... wie kann man die eigentlich spielen? Vier Lichtmonster mit unterschiedlichen Namen im Friedhof hast. Ey, geil. Hab ich doch. 1, 2, 3, 4. Urteilsdrachen-Time. Boah. Geht das? Warte mal. Indem du vier oder mehr... lichtverpflichtete Monster. Upsie. Ich würde irgendwie gerne meine Monster opfern, aber das geht ja schlicht, ne? Gut, ich könnte... Genau, mache ich jetzt auch. Aktivieren. Dann lege ich die ab. Dann kann ich mir aufrichtig zurückholen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ich habe den einfach mal gewählt. Wie viel habe ich jetzt auf dem Friedhof? Zeigen. 1, 2, 3. Scheiße, noch einer. Ich würde gerne irgendwie noch auf den Friedhof schicken. Ich weiß nicht. Ich kann halt ja schlecht, ne? Dann würde ich sagen, battle ich mal. Ich greife einfach mal nur mit der an. Ich will nämlich irgendwie Urteilsdrachen bespielen, den damit besiegen. Ich lasse den einfach mal leben. Mal gucken, was so passiert, ob der noch irgendwas hat. Oh, scheiße, stimmt ja. Oh, geil. Okay, das ist übertrieben. Ja, noch ein Wolf, ne? Okay, ich muss mich doch vielleicht ein bisschen beeilen, denn man sieht, ich habe nur 15 Karten im Deck. Aber ich habe gerade die auf den Friedhof geschmissen. 1, 2... 3, 4. Ja.
Urteilsdrache. Boah, das Deck ist richtig gut, ne? Ich habe das schon fast vergessen, wie geil das eigentlich ist. Ich habe das Gefühl, das Duell wird schnell vorbei sein. Vor allem, pass mal auf, wie gut Urteilsdrache ist, ey. 1000 Life Points bezahlen, um alle anderen Karten auf dem Spielfeld zu zerstören. Ich meine, what the fuck? Und jetzt Spezialbeschwörung, den Urteilsdrachen im Angriffsmodus. Ich zahle natürlich die 1000 Lebenspunkte und werde alle Karten zerstören. Und jetzt direkter Angriff mit Urteilsdrache. Bam! Kaputt gebasht. Das war geil. Okay, das war jetzt ein cooles Duell. Hat mich irgendwie sogar ein bisschen gefreut, dass ich das Deck verstanden habe und hinbekommen habe. Und das hat so ein paar Retro-Erinnerungen geweckt. Ich denke, ich werde das Deck noch öfter benutzen, da das recht gut ist. Und ansonsten, ja, das war ein sehr kurzes Duell, aber naja. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr gegen mich spielen wollt, achtet immer auf so ein Video, was ich hochlade. Da werden dann so ein paar Informationen geschrieben, wie ihr mitmachen könnt. Und ansonsten, denkt dran, das Video zu bewerten. Und ja, viel Spaß noch und bis zum nächsten Video. Tschüss!